Erneut wird in Erfurt über ein Alkoholverbot in der Innenstadt debattiert. Die Befürworter fühlen sich von trinkenden Personen belästigt. Die Gegner sehen aber auch, dass man bestimmte Personen aus der Innenstadt vertreiben möchte. Was sind die Meinungen der Erfurter zu diesem Thema? Finde ich sehr gut, ohne Scheiß. Warum? Weil mir hier zu viel Jugendliche auch an öffentlichen Plätzen zu viel trinken. Ich stimme da auf jeden Fall dazu. Das ganze Gesocks kann weg. An und für sich keine schlechte Idee, das tagsüber zu begrenzen, weil dann einfach auch hier die Stadt sauberer bleibt. Abends allerdings, wenn hier die Diskotheken der Innenstadt sind, sollte man das vielleicht auch wieder aufheben. Es ist nicht schön, wenn immer besoffene Leute durch Innenstädte laufen, Flaschen zertrümmern, der ganze Müll dann liegen bleibt. Von daher wäre das schon gut, aber es gibt bestimmt auch viele Gegner. Grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, allerdings muss man das so ein bisschen einschränken. Es gibt ja zum Beispiel auch Bars, wo man draußen sitzen kann im Sommer und da kann man es ja zum Beispiel nicht verbieten. An sich schlecht finde ich es nicht. Ja, es würde sich vielleicht anbieten, zumindest eine Zeit festlegen, vielleicht von 9 bis 18 Uhr und die Polizeikontrollen da vielleicht verstärken oder uns Streifen in Zivil dann außerhalb dieser Zeiten durch Stadt gehen lassen. Das wäre schon ganz günstig, doch. Ja, weil es hier einfach auch oft zu Ausschreitungen kommt, gerade am Wochenende. Und ich finde, also auch generell, wenn hier Besoffene sich mittags aufhalten oder so, an sich ist es eigentlich eine gute Idee. Das ist genauso wie mit dem Fahrradfahren hier. Das ist auch nicht schlecht, dass das tagsüber hier verboten ist, weil hier einfach zu viele Leute rumlaufen. Aber ich denke mal, es ist schwierig umzusetzen, weil es halt ein öffentlicher Platz ist. Und eigentlich dann ist ja jedem, der alt genug ist, gestattet sein sollte, hier Alkohol zu trinken. Von daher schwierig umzusetzen, aber grundsätzlich eine gute Idee, ja. Ja, finde ich gut. Ja, ich finde es halt auch gut, weil es ist halt auch blöd, wenn die ganze Zeit so Säufer rumlaufen und wenn die dann in Gebäude reingehen, in öffentliche, dann stinkt es halt da drin auch total nach Alkohol. Und das finde ich ganz gut. Ja, dass die Bierflaschen nicht mehr so rumliegen überall, Glassplitter. Also ich finde das auch ganz gut so. Nicht unbedingt, weil Sommer ist Sommer, dann muss man viel trinken, setzt man sich auf die Bank und so ein Bier kann ja auch gut tun, ne? Wenn es nur eins ist natürlich. Ich muss mich ja nicht hinsetzen, um mich zu besaufen. So, also ich finde es gut, wenn man das, und das ist ja der Fall, wenn die Menschen das einhalten und sich hinsetzen und wie normalos umgehen mit dem Trinken, dann ist das völlig in Ordnung, ne? Aber wenn es dann darüber hinausgeht, dass man hier Leute antrifft, die betrunken auf der Bank liegen, würde ich es nicht so gut finden. Ist ja logisch. Aber das würde niemand gut finden. No. Okay, danke. Okay, bitte. Tschüss.